kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Police gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. So, damit begrüße ich euch wieder zurück zu Metro 2033. Immer noch mit diesem... Naja, mach mal. Peter, ich bin Geist. Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Okay, mach mal. Kein Problem. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Hat doch gerade gesagt, ist meine Güte. Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Warum muss er nicht was machen und der hockt faul da? Hä? Warum? Was ist mit dir los? Gute Fahrt. Naja, ebenso. Wir ciao, ciao. Eine Draisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Ja, Verdammt tot mein Kopf. Ach so, hab ich auch immer wenig Schuss, natürlich. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Acht auf den Bereich hinter uns, Achon. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris? Cool. Boris? Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? No. Nein, schwarz. Was ist das? Aua. Es ist gerade ein bisschen hell. Ja, genau. Hunter? Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Oh yeah! Hey, ein Schwarzer. Au. Ja, richtig. Oh, mein Ohr. Mach's gut. Ciao. What? Why? Sind die jetzt... irgendwie hier oder so, oder? Was zum Teufel geht dir vor? Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Nee, es hört sich auch nicht gut an. Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Hebel! Ah, Mami. Das Ding kriegt mich. Okay, jetzt alle hintereinander. Mach ich. Ich drücke E.
Artyom, nimm meine Schrotflinte! Ja, Schrotflinte! Wow, coole Schrotflinte, du. Mami, geh weg. Lass mich nachladen. Mache ich, keine Angst. Schrotflinte, Schrotflinte. Würde ich ja gerne, aber ich muss dich auch retten, meinst du nicht? Nachladen, 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 nachladen! Mein Gott, stell dich nicht so an, Mädel. Ist doch gut. Was soll ich? What? What? The fuck? Why? Lauf, lauf, lauf. Ach so, jetzt hab ich alleine gelassen, oder was? Jo, natürlich. Komm schon, laufen, 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 laufen. Komm hier, schnell. Laufen! Flammenwerfer! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Gut, cool. Und jetzt? Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Podis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Hunter! Nee, der ist ja hier. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Artyom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Artyom. Auf dich! Cool. Ohne dich, Artyom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest deinen Orden verdient. Hätte ich das. Nice. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich! Gib! Gib! Artyom! Auf dich! Gib jetzt die Munition! Gib doch die Munition, bitte! Artyom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilz wohl... Alles klar. Okay, das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück und auf Artyom. Auf deine Gesundheit. Naja, auf mich. Ist in Ordnung. Ich will jetzt auch bloß die Munition. Vor allem, was ist das coole... Der Wodka haut rein. Was sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen. Darf ich jetzt die Munition an dich nehmen? Das wäre echt. Wir sind durch eine Art Welle gefallen und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte er uns eine Horde Mosaics. Ich habe immer die Hitze. Lass mich aus der Station raus! Anscheinend. Zum Lasern! Oh Leute, scheiße, hab ich vergessen. Egal. Was war das? Seltsame Schatten und Stimmen, Geflüster, Gewimmer. Völlig geräuschlos und trotzdem halt das Echo in meinem Kopf nach. Viele Tunnels der Metro werden mit schrecklichen Legenden in Verbindung gebracht. Aber von so etwas habe ich noch nie nicht gehört. Und ich hoffe, dass so etwas nicht noch einmal vorkommt. Wir hatten unglaubliches Glück, dass wir lebendig entkommen konnten. Ja, das kann wirklich sein. Komm mal halt irgendjemand rum. Ja, das ist mega. Hey, cool. Sind Sie Artyom? Ja, bin ich. An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Für eine Patrone führe ich Sie dahin. Eine Patrone. Ja, komm doch. Danke, gehen wir.
Ja, komm, ich bin hinter dir, Kleiner. Lauf. Ich find's cool, dass man so ein bisschen so Entscheidungen selber treffen kann. Artyom, richtig? Setz dich. Noch mehr trinken, oder wie? Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Ja, ich hab noch gar nicht eingegangen. Ist eine Vorauszahlung für den Fall, klar, dass du dich erst ausrüsten musst. Ja, wäre nicht schlecht. Bist du bereit? Ich bin nicht bereit. Na gut, ich warte. Aber trödle nicht herum. Mach ich nicht. Keine Angst. Ich nehme erstmal die Munition hier mit und dann. Tschüss. Mach's gut. Lol, 15. Alles klar. Oh, lass ich mal hier hinter. Los, hopp, schneller. Schneller! Hi. Wo kann ich mich ausrüsten? Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Oh, was hast du so? Ach, den Revolver will ich nicht mehr. Der kann weg. Wow, für 45 kann man den wieder kaufen. Wie Sie wollen. Was hast du so? Sekundär, erste Hilfe. Nehmen Sie sich ein paar. Ein Heilmittel für alles. Schärfere gibt es nicht. Damit können Sie sich sogar zwei rasieren. Stück mit. Einverstanden. Verkauf und Ankauf. Ja, was hast denn du so? Hätte gerne Munition für die hier, und zwar reichlich. So, nehme ich noch ein bisschen von der. Ja, reicht erstmal. Aber das sind nur zwei Waffen hart. Ich will die, wo hier ist. Die oder will ich? Warum kann ich die nicht haben? Warum bietest du mir die nicht an? Bastard, habe ich selber. Geh weg, du stinkst. Oh, warte. Anpassen. Reflexvisier, nein. Schalldämpfer leben echt wert bei der Waffe. Was habe ich denn da noch? So, das Bastard seine Lenkung zu überhitzen. Die Beschuss zu hitzen wird über. Schutz für Überhitzung ist natürlich. Na, das nächste Mal vielleicht. Wie Sie wollen. Rennt mir nicht davon. So. Wow, dahin. Bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Ne, ich bin gelaufen. Wow, ich würde gern mal auf so einem Ding fahren. Kannst du mir eine Patrone geben? Ach, das ist der kleine Junge von da gerade. Hey, Baby! Gefällt dir, was du siehst? Ja, eigentlich schon, aber nein. Mein Gott, wer schnarcht denn da schon wieder? So. Bist du bereit? Ja, auf geht's, go. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Naja, komm, lass gehen. Schaust aber auch nicht gerade so gut aus. Und zieh dir mal bitte was an. Oh, schöne Kerze. So, und jetzt? Wohin? Lauf doch mal schneller. Los! Schneller! Oh, ich hätte vielleicht nach Masken schauen können, beziehungsweise nach Filtern. Oh, schade. Beziehungsweise hätte mich hier weiter umsehen können, nach irgendwelchen Texten. Aber ich hoffe einfach mal,
Das ist jetzt nicht so wichtig. Ha, guck mal an. Das ist jetzt nicht so wichtig geworden. Warte. Jetzt noch was zu entdecken. Ha! Ich hab's gewusst. Kein Rätsel hat ungelöst. Jawohl, schieb schneller. Schieb weiter. Schieb ordentlicher. Ich hab keine Ahnung. Aber schieb. Gibt's hier noch irgendwas? Hier? Hier? Nein. Ach, guck mal ihn an. Als ich mit Burden den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Oh, es ist interessant. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch. Warte, ich will hier schon, ob vielleicht noch irgendwas ist an Munition oder Filtern oder sonstiges. Oh, Dude! Ich komme hier nicht mehr. Da. Ich komme. Warte auf mich. So. Ach, nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Okay, Chef. Ich muss sagen, ich finde die Dinge um einiges... Oh, die Bastard um einiges wichtiger. Bisschen Munition aufsammeln. So, gibt's sonst noch was? Schaut nicht so aus. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Ja, so ein Quatsch. Oh, was ist hier? Warte. Hier musst du besonders leise sein. Im zweiten Tunnel müsste eine Streckensperre sein. Sie dürfen uns nicht bemerken. Da zappelt was rum. Oh no, da ist irgend so ein Kackviech, wo du gesagt hast. Was? Wo ist der? Jo, renn komplett nach vorne, oder? Zug. Jawohl, lass außen rumgehen. Warum denn nicht, ne? Haben wir die auch so dicke. Scheiße, eine Karawane. Alle sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dose nicht berühren. Yay. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Messer. Meins. Alles meins. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst? Holy moly. Kann ich irgendwie deaktivieren? Da. Sich verbarrikadiert. Verdammt, wir müssen näher ran. Kannst du die Patrouille erledigen? Komm wieder her, Mann. So, bitte, ich bleib's da hinten.
Weißt du was? So, mein Freund. Gibt's hier Munition? Nein. Munition, 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 Munition. Sonst gibt's ja nichts mehr, so wie es aussieht. Und jetzt? Ich bin getroffen. Ich gehe dazu noch rein. Warum? Weil ich habe Traum. Ich verdammte, was ich verdammte. Was ist an mir verdammt? Meins. Oh, meine Hand ist eingeschlafen. Sie kribbelt. So, jetzt geht's wieder. Schaut hier relativ leer aus. Beziehungsweise nach nichts anderem bzw. neuem. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge, denn ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Okay. Gib, dann halt nett. Hast du noch irgendwas? Nein. Haha, erschrocken. Aber ich nicht. So, mein Freund. Ich möchte mich gerne selbst facepalmen. Für diesen Tod. Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden. Haha, tun wir das. Haha, schaffen wir das. Hahaha. Mensch. Ist ja der Wahnsinn. Was liegt das irgendwie so dunkel und so klein irgendwie? Den schaut irgendwie mal viel größer aus. Schau es dir an, der kann damit alles abschauen. So. Komm, lauf doch bitte schneller. Gasmaske. Gasmaske, schnell! Haha, ich war vor dir, du Affe. Wo ich daran erinnern würde. La 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 la. Ach, na guck mal an. Kiten, ein bisschen kiten. Oh, der ist stylisch. The fuck? Gut. Kann ich? Ja, danke. Was gibt es hier sonst noch? Kann man es anmachen? Ding. Okay. What? Das war, naja, genau. Ha, Zug. Okay, das hat mich gerade ein bisschen erschrocken. Hallo?
Jo, jo, jo! Ich will dir Deckung geben, oder? Du hast eine Wacken AK. Ich hab zwei Schuss mit meiner Schrotflinte! Und natz die weg. Mach sauber. Kann man hier rein? Irgendwo? Vielleicht? Ein bisschen Zeug looten? Aber warte mal, ich hab doch vorhin... nee. Ich hab's wieder vergessen. Nein, mach das bitte wieder. Ich hab eins erst schon wieder vergessen. Und jetzt habe ich meinen Filter gewechselt. Das ist der Militärwagen der Hanse. Die Suche nach den Banditen. Warte mal kurz. Ich bin gerade eben ein bisschen sehr dumm. Nachtsichtzeit. Gasmaske. Schön, und jetzt? Auf was sollen wir warten? Eine Frame. Okay, sie sind jetzt weg. Wir können gehen. Hä? Sie sind schon ewig lange weg, aber okay. Hä? Oh lol, da geht's hier runter. Oh Mann. Ich sehe hier nichts mehr. Ich sehe hier nichts mehr. Ich bin in meinem Kreis. Was alles im Griff? Ja, dann passt ja. Oh, ich habe doch vorhin einen Eintrag gehabt. Wie mache ich das nochmal auf? Ach, Mano. Schon nicht wirklich mit M, aber es geht nur, wenn man einen Eintrag gefunden hat. Ja, have fun, ne? Oh. Wow, das war eine Fahrt. Total, voll die coole Fahrt. Wo bist du hin? Da bist du. Auf geht's, geh vor. Du Sohn. Warum? Da ist noch nicht mal... Egal. Kann man hier... Nein. Jo. Jo. Das schaut auf jeden Fall normal aus. Warte mal kurz, Dude. Ich glaube, die Seite rumlaufen. Ich schaue, ob sie irgendwo Loot gibt. Ein Einsturz, Mist. Und eine Treppe, wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf, gehen wir. What? What? Hä? Warum Jungs? Wir sind nur eins, zu zweit. Warum sagst du so viele in der Mehrzahl? Na egal. Hua. Warte mal. Ich muss schauen, wegen Loot. Lol, wie weit der einfach mal vorsprintet, man. Ja, wo ist der? Der sprintet einfach durch. Natürlich. Ich weiß auch, ob die Leute was brauchen oder nicht. Oh, holy. Das schaut aber nicht gerade gut aus.
Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Artyom, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Ah, hell. Gut, und jetzt? Oh. Heilige Scheiße. Ist ja gerade ein bisschen... Naja, sagen wir mal... Ne? Weiß Bescheid. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. Komm schon. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Los! Oh ja, jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Sing weiter. Sing nur für mich. Hä, what the fuck? Was ist denn? Ein Schwarzer. Also, so ein Typ. Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Das Artyom, kann ich dir nicht sagen. Hast du diese Lieder gehört? Boah, das wünsche ich keinem Feind. Was auch immer. Aber ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn ich wieder dieses Spiel starte und eine Runde aufnehme. Macht's gut und bis dann.